hinsichtlich meines beruflichen Werdegangs hätte ich mir zwei Ratschläge gegeben. Zum einen, unterschätze nicht die Macht von Netzwerken im positiven Sinne und ich sage mal von Seilschaften im negativen Sinne. Der zweite Rat, erwarte nicht, dass im Bereich der Karriere, auch im wissenschaftlichen Bereich, Exzellenz dominiert. Vielmehr dominiert das Mittelmaß, auch leider Gottes manchmal im wissenschaftlichen Bereich. Auf meiner Visitenkarte steht Martin Spies, Chief Scientific Officer, Fraunhofer ICDFP, Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren. Sehr positiv ist die Möglichkeit zu gestalten, insbesondere Erfahrungen an jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. Und es macht sehr viel Spaß, wenn das Anklang findet. Positiv für meine wissenschaftliche Arbeit sehe ich, oder am coolsten sind die Erfahrungen, wenn man einen neuen Algorithmus implementiert hat, wenn man eine Präsentation fertiggestellt hat und die auch gut über die Bühne gebracht hat, aber auch eine Publikation erstellt hat, wo sehr viel wissenschaftliches Engagement reingegangen ist, da ist man stolz hinterher. Ja, Einschränkungen bei Fraunhofer ist ganz klar der Run nach dem Geld, also nach dem Projektgeld. Das heißt also, die Finanzierung muss sichergestellt sein. Wir haben als Fraunhofer einen Finanzierungsmix, also eine gewisse Grundfinanzierung da. Und der Rest kommt eben aus Projekten mit öffentlichen Fördergebern, EU-Projekte, DFG, BMBF-Projekte. Und dann eben zu einem guten Teil Industrieprojekte, das heißt also Projekte, die wir direkt in Auftragsforschung für Industrieunternehmen und Firmen, auch KMUs, ausführen. So oft kommt die wissenschaftliche Arbeit etwas zu kurz, weil man eben verstärkt eben in die Projektakquise einsteigen muss. Die Fraunhofer Gesellschaft ist eine der größten Gesellschaften, die sich mit angewandter Forschung befassen. Fraunhofer ICDFB befasst sich mit zerstörungsfreien Prüfverfahren. Diese Verfahren werden eingesetzt, um Materialien zu charakterisieren, aber auch um Bauteile und Produkte, Komponenten auf eventuell vorhandene Fehler zu prüfen. Meine Tätigkeit teilt sich auf in wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der simulationsbasierten Ultraschallprüfung und in meiner Tätigkeit als Chief Scientific Officer, als institutsübergreifende Funktion, die sich intern um die Koordination der Forschung und Entwicklung kümmert. Dazu zählen die Bearbeitung von Projektanträgen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Diskussion von Publikationen, die Kollegen erstellen, das Querlesen, um eventuell vorhandene verbesserungswürdige Punkte eben auch anzusprechen. Ich befasse mich in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit der Ausarbeitung von neuen Modellen und Theorien, um die Ultraschallausbreitung und die Wechselwirkung mit Fehlern in bestimmten Materialien zu simulieren. Ein interessantes Projekt, das wir derzeit bearbeiten, betrifft die kerntechnische Inspektion. Das heißt also, der Ultraschall, den jeder von der medizinischen Anwendung her kennt, den setzen wir ein, um Fehler in Materialien zu finden. Dieses Projekt befasst sich also genau mit der Optimierung der Ultraschallprüftechnik für diese Anwendung. Meine Aufgabe darin ist zum einen die Projektleitung und zum anderen sind es wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Modellbildung zur Simulation der Ultraschallausbreitung und der Ultraschallwechselwirkung mit eventuell vorhandenen Fehlern. Die Tätigkeit ist auch mit vielen Dienstreisen verbunden, die zum einen zu Projekttreffen führen. Zum anderen geht es natürlich auch immer wieder zu unseren Kunden, die uns einladen, um gewisse Arbeiten zu diskutieren. In der Regel ist es für mich
günstiger zum Kunden zu fahren, auch wenn es zeitaufwendiger ist, weil man oftmals direkt vor Ort auch die Anwendung sieht und sich ein wesentlich besseres Bild über die Erfordernisse des Projektes machen kann. Ich bin aufgewachsen in Homburg, hier im Saarland, habe die Grundschule besucht in Homburg, das Mannlich-Gymnasium in Homburg, habe Abitur gemacht, habe dann Physik an der TU Kaiserslautern studiert bis zum Vordiplom, bin dann nach Saarbrücken gekommen an die Universität des Saarlandes, habe mein Diplom gemacht in Physik. Zwischenzeitlich war ich ein Jahr an der University of Houston in Texas im Department of Mechanical Engineering und habe den Master in Materials Science erworben. Gut, dann ging es weiter hier am IZFP mit Promotion, Habilitation an der Universität des Saarlandes. Habe dann zwischenzeitlich das IZFP verlassen, war am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern und bin nach der Restrukturierung des IZFP im Jahr 2015 wieder zurückgekommen ans IZFP. Meine Position des Chief Scientific Officer habe ich dieses Jahr übernommen, mit Januar 2017. Ging auf meine eigene Initiative zurück. Mein Institutsleiter und mein damaliger Abteilungsleiter haben sehr positiv reagiert und ja, seit Januar bin ich also der Chief Scientific Officer hier am IZFP. Ja, notwendig ist sicherlich eine langjährige Erfahrung in unserem Bereich der zerstörungsfreien Prüfung. Hilfreich auf alle Fälle, viele Gespräche mit Kunden, mit Projektpartnern, mit Partnern aus der Community. Ich profitiere da sicherlich von den jetzt mehr als 3 Jahrzehnten im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung. Soft Skills, die dazugehören, das ist Teamfähigkeit, das ist Kommunikation, intern wie extern. Es hilft natürlich auch, viele Erfahrungen gesammelt zu haben, im positiven wie im negativen Sinne. Und was man an negativen Erfahrungen gesammelt hat, das hilft eigentlich immer, Dinge optimistisch und positiv zu gestalten.